Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verdammt, der verdammt mich, sagt Jesus, nachzulesen im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Und es ist der Wochenspruch für die heute neu beginnende Woche. Ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zu diesem Gottesdienst hier in Bad Bleiberg. Ihr habt gemerkt, die Orgel ist entstaubt worden. Nein, Staub ist ja keiner drauf. Aber sie ist besetzt von unserem Diözesankantor Martin Ernst Lehmann. Der hatte nämlich diesen Sonntag frei, ist normalerweise immer in der Johanneskirche in Klagenfurt zu hören und hat dieses Wochenende frei gehabt, hat sich angetragen, wer braucht noch einen Organisten? Und ich habe um 10:45 in der Nacht des Donnerstags auf Freitag zugeschlagen nach 10 Minuten und ich hatte das Glück, dass er da noch niemanden hatte und dass wir ihn aber dafür heute haben. Vielen herzlichen Dank, dass du uns diesen Gottesdienst so schön musikalisch mitgestalten wirst. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
ich stets an dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Ehre sei diesem Herrn, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber was gibt uns sonst Sicherheit, wenn das Leben unwegsam und steil wird oder gefährlich? Wir rufen zu dir, Kyrie Eleison. Bist du so ein Gefährte? Wir rufen zu dir. Wissen wir das auch? Wissen wir, dass wir uns ganz in deine liebenden Hände fallen lassen können? Wir rufen zu dir. Thank you.
Unter dem Blätterdach eines alten Lindenbaums lass uns Schatten finden und Ruhe und schenke uns Linderung vor der überhitzten Welt. Hinter alten dicken Steinmauern lass uns aufatmen und Kraft schöpfen für unsere Gegenwart. Dies bitten wir im Namen Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Ich lese euch daraus die Verse 13 bis 21. Ihr Lieben, Gott hat uns so geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. So lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass der, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebe. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied, das ist die Nummer 413. Wir lassen aber die ersten beiden Strophen aus und singen dann nach dem Vorspiel die Strophen 3, 6 und 7. Also von der 413 zuerst einmal die Strophen 3, 6 und 7 und nach der Predigt dann noch einmal zwei Strophen daraus. 413, 3, 6, 7. Thank you.
Zeit. Gutwillig alle Schuld. Sie wird nicht müd, fährt immer fort. Kein sauren Blick, kein bitter Wort hat sie mal versing. Zum Besten deut sie. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese euch das für heute vorgesehene Evangelium aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 16, beginnt es mit Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von der reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der arme Mann starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch herüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort dieser Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Und er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Herr, segne du an uns dein Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es mutet fast an wie ein Märchen. Es war einmal ein reicher Mann, es war einmal ein armer Mann, aber dann kommt es faustdick mit Knüppelschlägen und diese Geschichte ist wahrhaftig kein Märchen, sondern sie ist beinharte Realität gewesen, damals vor 2000 Jahren und auch heute noch, leider. Es war einmal ein reicher Mann, der hatte keinen Namen in der Bibel bekommen, er war nämlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist der arme Mann, der einen Namen hat, Lazarus. Gott hilft bedeutet dieser Name, also hat diese Bedeutung, Gott hilft. Es war einmal ein reicher Mann und es sind viele reiche Männer und viele reiche Frauen. Wir haben in der letzten Zeit davon gehört, von der Frau Horten, die zuerst ihre Privatsammlung, ihre vielen schönen Gemälde der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte und das hat sie noch erleben können, einen Monat bevor sie dann jetzt vor ein paar Tagen verstorben ist. Wir kennen ihre Namen. Oder die zwei Supernasen, die am Freitagabend in Felden ein Stelldichein gegeben haben und ihre Handabdrücke in Zement
hineingedrückt haben, dass man weiß, die zwei waren hier, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Wir haben den Rummel darum zufällig mitbekommen, weil wir, der Manfred und ich, in Felden gewesen sind und etwas abholen mussten und wir noch schnell vor 18 Uhr durch den großen Stau auch wirklich zum Geschäft hingekommen sind. Da war am Casino ein roter Teppich gerollt, davor spielte eine Dixie-Band. Der Mann am Kontrabass war zufällig der Schwiegervater von unserem Zweitgeborenen. Also das war noch ein schönes Hallo und ein schönes Wiedersehen gewesen. Aber wir kennen diese Namen, Mike Krüger, Thomas Gottschalk und wie sie nur alle heißen, nur zwei Supernasen, die wohl das richtige Gespür hatten, dass sie mit dem Herrn Karl Spies, der eben ja auch erst vor kurzem verstorben ist, diese Filme gedreht haben. In der Bibel ist es anders, da hat der Reiche keinen Namen, aber der Arme hat einen Namen. Bei uns, wie gesagt, meistens umgekehrt und wir wissen von den Armen, denen es schlecht geht, nur die Zahlen, wie viele wieder geflüchtet sind, weil sie in ihrem Land nicht satt werden, weil sie Hunger haben, weil da nicht genügend wächst und angebaut werden kann, dass alle wirklich satt werden. Wir kennen diese Zahlen und sie erschrecken uns und wenn wir in der Zeitung lesen, oder wie viele jetzt in diesem Krieg schon ihr Leben gelassen haben, jetzt wieder so eine schlimme Zahl, 50.000 sowjetische Soldaten, die vermisst werden oder die eben schon ihr Leben gelassen haben und auf der anderen Seite ja auch. Krieg macht keine Gewinner, bei Krieg verlieren nur alle und wir ja jetzt damit auch. Ne? Wenn wir tanken wollen, dann geht mit dem Geld, das wir sonst auf die Seite vielleicht gelegt haben, gerade der halbe Tank nochmal voll. Der Manfred hat mir gesagt, er hat das aufgeschnappt, dass bei der Caritas jetzt so viele Leute ums Essen anstehen, um ein Mittagessen anstehen. Die Zahl hat sich bereits verdoppelt von den Leuten, die einfach nicht mehr genug im Börserl haben, egal wo sie einkaufen, weil es sich so verteuert hat. Wir wissen das. Und trotzdem, noch immer haben wir genug und können viele leckere, köstliche Kalorien auf unsere Hüftmitte schnallen. Es geht uns gut, es geht uns sehr gut. In dieser Geschichte, und ich nehme an, dass ihr sie alle kennt, ich war gestern ein bisschen überrascht, als ich meiner Eva und dem Schwiegerfreund diese Geschichte vorgelesen habe, die eben heute zum Bepredigen ist. Und sie haben mich nur mit großen Augen angeschaut, also sie kannten sie nicht. Er hat mich sehr überrascht, muss ich mich auch an der eigenen Nase nehmen, warum meine Tochter, meine einzige Tochter, diese Geschichte nicht kennt. Sie steht zwar nur einmal in der Bibel beim Lukas im 16. Kapitel, aber trotzdem ist sie ja eine ganz bekannte und schillernde Geschichte. Und ich denke, in der Kirchengeschichte hat man mit dieser Erzählung, die Jesus weitererzählt, auch sehr viel Schindluder betrieben. Weil ich habe dann gefragt, ja und was sagt euch die Geschichte? Und dann hat der Mirko geantwortet, der Reiche kommt in die Hölle und die Reichen kommen in die Hölle. So hat er gesagt. Kann man herausziehen als Lehrer, muss man aber nicht. Was ist denn das Christliche überhaupt an der Geschichte? Ist es einzig nur, dass Jesus sie erzählt hat? Was wollte er damit? Wollte er den Leuten Angst machen und sagen, wenn du nicht anders da tust, dann kommst du in die Hölle? Ich denke, Angst machen war nicht die Sache von Jesus, das hat er nicht gemacht. Er hat immer geschaut, dass er den Leuten die Angst aus dem Knack nimmt oder eben die Verspannungen aus dem Herzen herausnimmt und Mut macht für die Zukunft und Mut macht für das weitere Leben. Und so denke ich mir auch, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat, damit er vielleicht damit aufwecken kann und aufrütteln kann, dass man sich selber einfach wieder einmal bewusst wird, wo stehe ich? Ist die Frage, stehen oder sitzen oder liegen wir in dieser Geschichte? Sind wir da irgendwo dabei? Spielen wir da irgendwo als stummer Zuschauer mit oder vielleicht sogar als Hauptakteur bei dem Reichen oder bei den ganz Armen? Der Arme hat den Namen Lazarus, Gott hilft. Und Maria und Martha haben ja auch einen Bruder mit Namen Lazarus. Wir kennen diese Geschichte, wo Jesus eine Totenauferweckung macht und eben aus dem Tod herausholt und ein neues Leben wieder schenkt, ein neues Weiterleben schenkt. Gott hilft. Und dieser Lazarus hat selber sehr gut gemerkt, dass er nicht aus eigenen Stücken sein Leben auf die Reihe bringt. Man weiß nicht, warum er vor der Tür des Reichen liegt, aber
er kann wahrscheinlich einfach nicht arbeiten durch irgendeine Behinderung oder man weiß es nicht. Jedenfalls ist er darauf angewiesen, dass ihm jemand etwas gibt. Und er hat ja überlebt. Er hat ja immer irgendwo am Abend seinen knurrenden Magen ein bisschen besänftigen können. Aber Leben würden wir nicht sagen, dass es ein Leben war, das der Lazarus da geführt hat, eher ein Überleben, einen Überlebenskampf. Und die einzigen Freunde, die er hat, sind Straßenhunde, die ihm seine Wunden und Geschwüre lecken. Da meinte meine Eva, das ist ja ganz eklig, diese Geschichte. Also wenn man sich das wirklich verbildlicht, das ist ja sehr drastisch. Niemand, kein rotes Kreuz, kein roter Halbmond, gar nichts ist da. Er ist darauf angewiesen, ja, dass er dieses Essen kriegt und die Straßenköter wird er wohl nicht davonjagen. Vielleicht hat er sich wirklich mit ein oder anderem anfreunden können. Und dann sterben diese beiden. Auch wieder so märchenmäßig oder sehr schwarz-weiß gegenübergestellt. Der Reiche starb und wurde begraben. Der Arme starb und wurde von den Engeln hinaufgehoben in den Himmel und sitzt in Abrahams Schoß. Und der Reiche, der in der Hölle aufwacht, wo eine Mega-Hitze sein muss, sieht die beiden und wendet sich an Abraham: Vater Abraham, bitte doch den Lazarus, Klammer auf, das heißt, er kennt ihn sehr wohl, den Bettler, der vor seiner Tür war, er kennt ihn sogar mit Namen, aber er hat sich nie mehr geschert, als es vielleicht hätte sein müssen und sein können. Bitte doch den Lazarus, dass er die Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, weil ich halte hier nicht mehr aus. Und da haben wir die barsche, harte Antwort vom Abraham gehört. Nein, das geht nicht. Denn du hast in deinem Leben schon alles ausgekostet bis ans Ende. Aber der Arme, der hat so viel sich vom Mund absparen müssen, der hat sich nichts gönnen können, weil er einfach in dieser schlimmen Lage gewesen ist. Und dem soll jetzt vergolten. Also ausgleichende Gerechtigkeit, ausgleichende himmlische Gerechtigkeit. Ich denke, mit dieser Art und Weise ist in der Kirchengeschichte von 2000 Jahren doch etliches an Schindluder auch getrieben worden. Ich würde das nicht so schwarz-weiß den Leuten auf die Nase drücken wollen, weil was fangen wir damit an? Da können wir uns nur an den Pranger stellen und sagen, okay, ja, ich auch, ich bin's auch, ich bin auch, me too. Ja, also ich habe da auch ganz viel Dreck am Stecken. Aber das ändert uns ja nicht, das macht uns ja nicht wirklich froh. Also Jesus sagt, erzählt diese Geschichte und Abraham urteilt sehr hart ab. Was macht der reiche Mann? Er wird so klein mit Hut, also das ist er ja schon bei seiner Bitte mit der Fingerspitze ins Wasser. Nicht irgendwie, gib mir einen Kanister Wasser rüber oder so, oder irgendwie einen frischen Obstsalat, sondern er will ja eh nur ein bisschen ein Gefühl von Linderung haben. Das wird ihm verwehrt. Dann denkt er weiter und merkt sozusagen, in welcher schlimmen Lage er sich befindet und dann sagt er, ich habe noch 5 Brüder bei mir zu Hause im Elternhaus, schick den Lazarus dahin, also wenn du jetzt nicht rüberkommen kannst, weil diese Kluft zu groß ist, niemand kann von Himmel und Hölle wechseln und switchen, einmal da sein und einmal da sein, einmal da helfen und dann wieder zurück oder so, sondern es ist diese Kluft zu groß, aber er kann ja wieder ins Leben zurück, schick ihn ins Leben zurück, damit er meine Brüder warnt, dass die nicht genauso in das Verderben rennen, wie es mir jetzt passiert ist. Und wir wissen wieder so eine harte Antwort, also einen Keulenschlag. Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Rufzeichen, Schluss. Ja, was sagt denn der Mose? Mose in seinen 5 Büchern ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die 10 Gebote und auch im 5. Mose 5 auch diese 10 Gebote beschrieben, die 10 Angebote, die Gott den Menschen macht, wenn sie an ihn glauben. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr keine anderen Götter verehren, was auch immer sie, wie auch immer sie aussehen, wie auch immer sie die Namen tragen. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr einen Tag in der Woche einen Feiertag halten und nicht im Hamsterrad durchschöpfen. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr eure alten Eltern ehren und sie nicht einfach nur abschieben und alle heiligen Zeiten mal besuchen.
Wenn ihr an mich glaubt, dann seid ihr niemanden etwas neidisch. Dann werdet ihr niemanden über den Tisch ziehen und nicht irgendwie achterreden, wie es der Luther gesagt hat, nicht schlecht hinter jemanden herreden, wenn der gerade aus dem Zimmer gegangen ist. Wenn ihr an mich glaubt, dann habt ihr eure echte, ehrliche Meinung und verdreht sie nicht, wenn jemand anderer sich plötzlich dazustimmt. Also Angebote, die Gott seinem geliebten Volk gemacht hat und die auch dann auf uns Christen übergegangen sind. Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Ja, was sagen denn die Propheten? Die Propheten sind sowas wie bei uns der Narr am Fasching macht. Die halten immer den Leuten den Spiegel vor. Also dieses Glas, durch das man auf die Welt schauen kann und auf die Menschen und auf die Schöpfung schauen kann, wenn das ein bisschen versilbert wird, das Glas, dann können wir nicht mehr durchblicken, dann sehen wir nur noch uns selber im Spiegel. Und was irgendwie die Bauchsorge vielleicht doch gerne sich wünscht oder was man noch irgendwie sich anschaffen könnte und unbedingt haben müsste. Und da sagen eben die Propheten, schaut euch doch mal selber an, macht Bestandsaufnahme und dann überlegt, ob das wirklich ein Weg ist, wo ihr von Herzen zusagen könnt. Oder nur einfach euch freut, dass ihr auf die Butterseite gefallen seid und die Butter mit niemandem teilen wollt. Wir wissen, wir haben ein zu viel. Wir haben zu viel von dem Guten, noch immer. Trotz dieser Krise und trotz dieser Teuerung, noch immer haben wir genug. Sie haben Mose und die Propheten und beim Propheten Micha steht im 6. Kapitel im 2. Vers eine ganz einfache Zeile zu merken. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr vor dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten, also hören, schauen, immer wieder nachlesen, was steht in der Bibel. Liebe üben, in der Liebe tätig sein und demütig sein vor Gott. Und das ist die große Gefahr, in die der Reiche wohl gerutscht ist. Mit seiner Sicherheit, die er hatte, mit dem kostbaren Leinen, mit dem er sich umgeben hat, mit dem köstlichen Essen, hat er von dieser Sicherheit so eine innere Selbstsicherheit bekommen, dass er blind und unempfindlich geworden ist für die Nöte der anderen. Diese versilberte Scheibe, die ihn nur noch sich selber zurückgespiegelt hat und sich hat nur noch um ihn selber drehen lassen. Und wenn wir dieses um die eigene Achse drehen, mal runterdämpfen und langsamer werden, dann nehmen wir auch wahr, was um uns herum geschieht und was passiert. Und dann nehmen wir unser Börserl und machen es auf, obwohl da ein bisschen weniger drin ist wie früher. Dann geben wir gern. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen und diese Zahlen zu hören, wenn es dann heißt, eben Nachbar in Not, wieder so und so viele Spenden geworden, x Benefizkonzerte für die Ukraine, gab es 3 Wochen nach Kriegbeginn schon, also nach dem 24. Februar haben die Leute ganz schnell irgendwie geschaut, jetzt war letzte Woche irgendwie, das gesagt worden ist, der 111. Tag und noch immer kämpfen sie. Europa und Amerika haben gesagt, wir unterstützen euch in diesem Kampf. Und manche von uns sagen ja, das sollen sie nicht, also diese Waffen bringen, denn Waffe hier, Waffe da, dann sind wieder 2 tot oder noch mehr. Aber die Frage ist halt wirklich heikel, was sollen wir tun? Und wenn sozusagen nur die Aussicht besteht, Kriegsgefangener zu werden, eine totale Kopfwäsche zu bekommen, gefoltert zu werden und was weiß ich noch, vielleicht auch um sein Leben gebracht zu werden, dann ist die Frage, was soll man wirklich tun? Was soll man tun? Und wenn man sagt, eben, das ist sozusagen nur ja, das Trittbrett, der erste Schritt, und dann hat der Herr Putin vielleicht noch andere historische Varianten in seinem Kopf, die er irgendwie noch erfüllt haben will. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber nur zuschauen und nur beten alleine, denke ich mir, ist zu wenig. Wir haben die Hände nicht nur zum Beten, sondern wir haben sie auch zum Anpacken und etwas zu tun. Aber ich möchte nicht abschweifen. Das wird uns hoffentlich nicht mehr zu lange beschäftigen müssen. Und ein Lichtblick ist ja jetzt auch, dass die EU sagt, zumindest wir wollen euch aufnehmen. Also ihr seid ein potenzieller Kandidat. Es war wohl auch dieser Song Contest, dass sie den gewonnen haben, sicher auch ein großes Sympathie zeigen mit dem ukrainischen Volk. Nur brauchen sie halt jetzt ein Land, wo nicht alles schon zerschossen und kaputt gemacht ist, dass sie da wirklich diesen Chanson, Eurovision Contest de la Chanson, diesen Liederwettstreit mal ausführen können. Lazarus hat diese Selbstsicherheit nicht, die der reiche Mann gehabt hat.
Er war wirklich von der Hand in den Mund angewiesen, was er bekommt. Und von daher war er auch noch offen für jegliche Hilfe und eben auch für Gottes Hilfe, die ja letztendlich hinter jeder Hilfe steckt. Das werden wir nachher bei den Fürbitten singen. Wo Liebe und Hilfe ist, da ist unser Gott. Warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Ich denke, er wollte einfach den Leuten, so wie unsere Hofnarren, einen Spiegel vors Gesicht halten und sagen: Leute, macht euch bewusst, wo steht ihr? Seid ihr in Salzburg daheim, wo dieser Jedermann jedes Jahr neu die Frage stellt und wo er dann gerufen wird: Jedermann, und er merkt, im Tod sind alle gleich. Und was danach kommt, wissen wir nicht genau. Vielleicht ist es so, wie es uns der Evangelist Lukas berichtet, dass Jesus das gesagt hat. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Also meine Hoffnung und Vorstellung sind eher nicht auf ein Hinrichten, sondern auf ein Herrichten. Dass wir für Gott, in Gottes Augen, dann irgendwann einmal richtig hergerichtet sind für seine Ewigkeit und all das, was Mist war und schlecht war und wo wir eben nur um uns selber gekreist sind, um unser Hüftgold und die anderen übersehen haben, dass uns das sozusagen, ja, weggebrannt will ich auch nicht sagen, aber dass wir davon befreit werden, dass er uns das alles nimmt, dass er uns das wegreißt und dass das Gute, das wir getan haben, dann hineingehen kann in diese neue Welt, wo alles ganz anders ist, wo es kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr geben wird, wie es uns die Offenbarung ja sagt. Wir wissen es nicht, wie das Leben danach ausschaut. Wir wissen auch nicht, was morgen und übermorgen mit uns jetzt passieren wird. Und trotzdem ist die Sache, welche Grundhaltung habe ich? Habe ich die Grundhaltung, dass ich sagen kann, wenn ich es nicht packe, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich, Klammer auf, vielleicht manchmal in Situationen sogar wie der Lazarus, mich getrost fallen lassen, weil Gott wird mich auffangen. Seine Engel werden mich tragen, dass ich meinen Fuß nicht an einen spitzen Stein stoße, wie es der Psalmist sagt. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Obgleich, wenn wir diese Situationen, diese schlimmen Situationen sehen, auch dann fragen, ja, sind die Engel blind oder haben die zu viel zu tun? Warum wird da nicht geholfen? Das bleibt immer. Diese Warum-Frage, die bleibt uns immer. Und selbst Jesus hat sie ja herausgeschrien am Kreuz. Warum muss ich das jetzt aushalten? Und trotzdem hat er gewusst, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es wird gut werden. Und ich werde noch heute auch mit dem einen Schuft im Paradiese sein. Also trotz dem Wahnsinn, der um uns herum geschieht und wo wir nichts tun können. Bei vielen Dingen können wir ja etwas tun. Trotz dem Wahnsinn um uns herum zu wissen, ich bin gehalten und getragen von der Liebe Gottes. Und die will ich, so wie ich es irgendwie kann und pack und gut drauf bin, auch weitergeben. Ich denke, das ist das Ding, warum Jesus diese Geschichte aufgenommen hat, die im Jüdischen bekannt war, die in Ägypten auch bekannt gewesen ist, weil er hat immer Geschichten erzählt, weil man es da leichter versteht, weil einem da der Knopf schneller aufgeht. Und ich denke, das war das Ziel von Jesus, dass er sagt, Leute, durchblickt es, durchschaut es, lasst euch nicht den Blick trüben von anderen oder von euch selber, sondern schaut, was Gott euch schenkt, und dann geht es automatisch, dass ihr auch anderen etwas Gutes tun wollt. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Doppelgebot, das Jesus den Menschen weitergegeben hat, oder wie es der Prophet Micha gesagt hat, Gottes Wort hören, Liebe üben und demütig sein im Herzen. Das wünsche ich uns. Gottes Geist ist nicht erst seit Pfingsten, sondern schon immer mit uns unterwegs, wenn wir unsere Hände einsetzen und die Fäuste aufmachen und wirklich anpacken, so wie es wir können. Amen. Mit Gottes Hilfe. Jetzt nehmen wir unser Gesangbuch, brauchen nicht blättern, und nehmen die vierte und die achte Strophe. 413, Strophe 4 und Strophe 8. Thank you.
Zuerst einmal werden wir unseren Dank deponieren auf die Empore hinauf. Vielen Dank. Hoffentlich gibt es noch weitere freie Wochenenden. Das war nämlich sehr schön. Vielen Dank euch für euer Kommen. Es war ja gestern hier ein großes Konzert. Ich denke, das klingt noch in einigen nach. Deswegen konnten die nicht zum Gottesdienst gehen, zumal eben jetzt heute noch so eine Kirchenmusik, so eine schöne erscheint. Der nächste Gottesdienst, den wir hier in Bad Bleiberg feiern, wird wieder um 9 Uhr sein. Es ist der 4. Sonntag im Monat und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Es ist am kommenden Sonntag, eben der 4. Sonntag des Monats, und Ausklang dieses Monats, Juni, und da war immer das musikalische Abendlob auf der Finkenstein, wenn ihr euch erinnert. Stimmt das mit 18 Uhr, dass es losgeht? 19. Um 19 Uhr. Dieses Mal, also Finkenstein wird restauriert, hergerichtet, und es ist in Weißenstein, und ergänze mich? Techendorf am Weißen See. Kommenden Sonntagabend, 19 Uhr, musikalisches Abendlob. Es ist wieder der Herr Oliver Vollmann, der Knorzel im Radio, das ist die Stimme. Der wird lesen, ich werde die biblischen Texte lesen, und der Manfred hat eben dazwischen noch seine Gedanken. Und wir haben zwei Chöre, weißt du, wie sie heißen mit Vornamen? Das ist der Chor von der Johanneskirche Klagenfurt und das Diözesane Vokalensemble sowie weitere Gastsängerinnen und Gastsänger aus evangelischen Chören in Kärnten und Osttirol. Wunderbar. Also das Ensemble 1517, was ja im Reformationsjahr sich gegründet hat, 2017, und noch andere Sängerinnen und Sänger sind angefragt. Das ist eigentlich immer eine Ohrenweide. Gell? Nicht nur Augenschmaus, sondern auch Ohrenweide. Herzliche Einladung dazu. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt einen Kanon. Und stimmt, oder? Du singst es einmal ganz durch. Danke, danke dem Herrn. Denn er ist das Kanon kommt deswegen, weil die Gattin unseres Kurators von Arnoldstein so gerne Kanon singt. Also wir machen immer so uns einen Spaß. Sie hat mit der Musik sowieso zu kämpfen. Und da habe ich gesagt, der Diözesankantor kommt und da singen wir natürlich einen Kanon zu, sie auf jeden Fall. Also sie war da mit ihrem Mann und hat das alles gut mitgemacht. Wir haben dann gesagt, wir brauchen noch einmal eine Weiterführung. Also es war noch ein bisschen, dass wir gelassen haben, dass wir uns noch verbessern können. Jetzt werden wir schauen, was die Bleiberger zusammenbringen. Den Kanon, denke ich, kennen Sie. Ich lade Sie ein, aufzustehen. Da singt das sich viel, viel, viel besser und leichter, Sie am Platz bis ganz unten in die Fußspitzen durchzuhaben. Sie kennen den Kanon. Danket, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewiglich. Mit Ihnen zusammen einmal insgesamt und danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr seitensortiert gerne machen. Da kann man so schön hören. Erstmal diese Seite. Mal hören, was Sie so singen. Danke, danke dem Herrn, denn er ist so freundlich, seine Güte und Wahrheit währet ewiglich. Gegenprobe. Lassen Sie mich allein, keine Sorge, Sie können das mal zusammen.
Danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güte und Wahrheit werde ich. Zwei ausgeglichene Seiten, wunderbar. Wir machen das so. Sie beginnen, Sie folgen, Sie bekommen einen Einsatz und ich helfe auf dieser Seite ein bisschen mit. Auf dieser Seite hilft Ihnen Ihre Pfarrerin. Und wir singen einfach mal munter durcheinander. Also, wir beginnen. Und danke, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich. Danke. Also der Diözesankantor kommt jetzt öfters. Jeden Sonntag ein Kanon. Ich möchte euch einladen, dass wir die Fürbitten diesmal auch musikalisch durchsetzen und das Lied Nummer 645, Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas Deus Ibi Est, also nicht die Frage, wo ist hier die Caritas, sondern die, insgesamt die Liebe. Und es steht auch als Deutsch drunter, wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. Wir könnten auch statt Güte Frieden singen, aber lassen wir es mal so. Und dass wir während der Fürbitten einmal auf Latein singen, einmal auf Deutsch, dann wieder auf Latein und wieder auf Deutsch. So lasst uns miteinander und füreinander beten. Wie ein Strohhut unser Haupt vor praller Sonne schützt. Nein, das ist falsch, Entschuldigung, das hatten wir schon. Doppelsumme auch nicht machen, ja, sonst geht es Ihnen nämlich ein bisschen am Keks. Gnädiger Gott, lachende Gesichter in den Cafés und Gastgärten und ein leichter Sommerspritzer oder ein Aperol oder ein Holundersaft versüßen uns die Stimmung. Das Leben hat Urlaub genommen und wir tragen unsere Stühle hinaus in den Garten. Ubi Caritas Deus Ibi Es. Die an keine Linderung mehr glauben, einen neuen Mut und Vertrauen in sich selbst. Wo die Liebe wohnt und Güte, da ist unser Gott. Barmherziger Gott, hilf, dass alle die Stiefel der Gewalt aufschnüren und ausziehen. Mach uns alle barfuß im Herzen. Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Es. Ubi Caritas et Amor, Ubi Caritas Deus Ibi Es.
wir mit bloßen Füßen den Boden spüren, das Gras und den Kiesel und auch im Herzen verletzlich bleiben, einfühlsam und sensibel. Gib den Durstigen zu trinken und allen Hungrigen Brot, auch für ihre Seele. Und zaubere immer wieder ein Lachen der Hoffnung und der Zuversicht in unser Gesicht. Wo die Liebe wohnt und Güte, da bist du. Gemeinsam mit Worten, die uns wohlvertraut sind und die auch Jesus schon mit seinen Jüngern gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hinein in die neue Woche, geleitet und getragen von Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr lege sein Angesicht an das Deine und du bist im Frieden. Amen. Schlusslied: Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wir nehmen die erste Strophe und dann blättern wir um, nehmen die 13er, blättern nochmal um und nehmen als letzte die 14. Also vom Lied Nummer 503, die Strophen 1, 13 und 14. Pflanze möge bleiben.